Und zugeschaltet ist mir jetzt Herr Professor Timo Ulrichs, Epidemiologe der Akon-Hochschule Berlin. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Abend, Frau Werther. Wir befinden uns aktuell in einem Wettlauf gegen die Zeit. Die Zahl der Intensivpatienten, die steigt und steigt. Glücklicherweise steigt aber auch die Zahl der Impfungen. Die Frage an Sie, wann werden wir in diesem Wettlauf vorne liegen und uns sogar einen kleinen Vorsprung erarbeiten? Tja, also das ist noch eine Weile hin. Wenn man von einer Brücke spricht, dann müsste das eine ziemlich lange Brücke sein. Das heißt, wir müssen jetzt noch die alten und bewährten Methoden anwenden, um hier wieder vor die Lage zu kommen. Das bedeutet also die klassischen Lockdown-Maßnahmen, allerdings eben richtig durchgeführt. Und also ein harter Lockdown ist das, was jetzt Not tut. Eigentlich wurde der Lockdown bisher ja gar nicht richtig aufgehoben, aber die Waffen sind im Prinzip stumpf geworden. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir Maßnahmen eben hier zusammen machen, die dazu beitragen, die Kontakte zu reduzieren. Anders kommen wir der Sache nicht bei. Sie sagen schon, die Lockdown-Maßnahmen müssen richtig umgesetzt werden, richtig durchgeführt werden. Das können ja eigentlich nur die Bürgerinnen und Bürger. Also was macht man, wenn die Disziplin einfach sinkt und die Bürger sich einfach nicht mehr richtig dran halten? Ja, also wir sind in so einer Lage, wo man auch in anderen Ländern sieht, dass eben jetzt zum dritten Mal, in anderen Ländern schon zum vierten Mal, eben da eine Welle kommt und eben die Maßnahmen wieder ergriffen werden müssen, verschärft werden müssen. Die erträumten Lockerungen so Richtung Frühling, die sind jetzt sozusagen in weite Ferne gerückt. Das liegt auch daran, dass wir eben leider nicht so ganz runtergekommen sind aus der zweiten Welle in eine ganz entspannte Lage wie damals beim ersten Lockdown. Und jetzt steigen die Zahlen eben wieder rasant an. Und jetzt ist also wirklich jede Stunde wertvoll, die jetzt dann schon früher eben hier ein richtiger Lockdown gemacht wird, damit wir eben nicht noch, bevor wir dann dahin kommen, wie Sie schon eingangs erwähnten, dass wir dann mit den Impfungen hier mehr Sicherheit schaffen, dass wir da nicht auf diesen letzten Metern noch unnötig Opfer zu beklagen haben. Wie hat sich denn das Alter der Patienten auf den Intensivstationen geändert und warum? Ja, also die über 80-Jährigen sind ja jetzt also zum größten Teil geimpft und damit auch ziemlich sicher. Das heißt, die sehen wir kaum noch auf den Intensivstationen. Es sind etwas Jüngere, zum Teil auch erheblich Jüngere. Und die haben dann auch eine bessere Überlebenschance. Und das bedeutet, dass sie aber auch länger auf der Intensivstation verweilen. Da gibt es ja dann zwei Ausgänge. Entweder der Patient kann sich von dieser schweren Covid-19-Erkrankung erholen oder eben er stirbt. Und in dieser Zeit, in der sich das entscheidet, ist er eben intensivmedizinisch zu betreuen. Und das ist eben sehr aufwendig und langwierig und blockiert dann eben die Kapazitäten dann für weitere Patienten aus Covid-19 oder aber eben auch von vielen anderen Erkrankungen, die ja auch intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Herr Professor Ulrichs, wir erleben jetzt den zweiten Tag in Folge Rekordzahlen beim Impfen. Das ist ja mal eine gute Nachricht, muss man auch mal erwähnen. Und das zeigt doch eigentlich, dass man das Impfen vielleicht besser den Ärzten überlassen sollte. Die können einfach schnell und einfach und unbürokratisch handeln und eben nicht der Bund alles besser regelt. Naja, also unbürokratisch ist das ja auch nicht. Es muss ja auch alles schön dokumentiert werden. Das ist ja ganz wichtig. Aber wenn man einfach in die Fläche geht und die vielen Hausarztpraxen mit daran beteiligt, dann hat man einfach mehr Leute, die einfach impfen über die Impfzentren hinaus. Das heißt nicht, dass die Impfzentren überflüssig wären. Da kann man ja auch noch einen hohen Durchsatz haben. Man könnte dann, wenn noch mehr Impfstoffdosen zur Verfügung stehen, sich noch über weitere Standorte da Gedanken machen, wo man da noch impfen kann, ähnlich wie das die Amerikaner ja machen. Und letztendlich gilt, wenn wir jetzt in die Breite gehen, dann holen wir massiv auf. Diese Zuwächse, die wir gerade beobachten, die sind in der Tat sehr erfreulich. Das ist genau das, was ja auch in Aussicht gestellt wurde für das zweite Quartal 2021. Und dann kann man auch tatsächlich eben Licht am Ende des Tunnels sehen. Das bedeutet, dass wir dann eben so viele Menschen hier in Deutschland geimpft haben werden, dass die dann alle ihre Schutzmaßnahmen sein lassen können und dass wir dann insgesamt eine Herdenimmunität erreichen und damit die Gefahr durch die Pandemie bannen können. Impfungen sind die eine Seite. Wie groß sind denn Ihre Hoffnungen, dass auf der anderen Seite auch das warme Wetter, der Frühling, der Sommer, die Infektionszahlen wieder sinken lässt? Ich erinnere mich an ein Interview von Herrn Professor Drosten aus dem Januar. Da hat er gesagt, im letzten Frühjahr lag das keinesfalls an dem guten Wetter, dass die Infektionszahlen so stark gesunken sind, sondern einfach, dass wir eben den Lockdown so konsequent durchgeführt haben. Und er sagte, die Temperatur, die Sonne spielt da gar nicht so eine wichtige Rolle.
Na, das würde ich ein bisschen differenzierter sehen. Also auf jeden Fall ist richtig, dass wir durch die erste Welle mit dem ersten Lockdown sehr gut durchgekommen sind, weil wirklich alle Menschen diszipliniert mitgemacht haben und sogar schon zum Teil, bevor der Lockdown überhaupt verhängt wurde, sich schon eben an Kontaktbeschränkungen und Reduzierungen gehalten haben. Das war ganz toll und deswegen waren wir damit auch so erfolgreich und die erste Welle ist dann sehr klein ausgefallen. Die zweite Welle ist sehr groß ausgefallen, weil eben die Lockdown-Maßnahmen erst sehr spät eingesetzt worden sind. Und jetzt machen wir bei der dritten Welle genau diesen Fehler aus Ende Oktober und Anfang November einfach nochmal. Das ist sehr bedauerlich. Das heißt, jetzt ist wirklich der Appell auch noch notwendig, dass man wirklich jetzt nochmal alle bittet, sozusagen nochmal mitzumachen und das so diszipliniert wie im letzten Frühling durchzuhalten. Und das gute Wetter und das sich dann draußen aufhalten, die erhöhte UV-Einstrahlung, das alles kann uns dann dabei helfen. Allerdings nur auch wirklich merkbar, wenn wir mit den Fallzahlen vorher schon ordentlich runtergehen, dann ist das eben noch möglicherweise ein weiterer Effekt. Sagt Herr Professor Timo Ulrichs, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.